Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst vielleicht wegen auch zahlreicher Briefe und Anfragen, die wir kriegen, noch mal die notwendige Differenzierung. Wenn wir heute über die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließen, dann hat das nichts zu tun mit der Frage, ob die sogenannte Bundesnotbremse fortgesetzt wird oder nicht. Ich habe Briefe bekommen, in denen steht drin, wie kann das sein? Es ist doch angekündigt worden, die Bundesnotbremse läuft aus. 30.06. ist es soweit, von vornherein befristet. Und die haben wir eingeführt, als die Not groß war und die Bremse nicht so groß, und haben dadurch eine Vereinheitlichung der Bremswirkung erreicht. Kann man jetzt sich über die Effekte streiten, ob möglicherweise die Diskussion über die Bundesnotbremse auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat, das Bewegungsgeschehen, das Getümmel, das Treffen der Menschen miteinander abzumindern. Jedenfalls sind wir jetzt in einer Situation, wo keiner daran denkt, die Bundesnotbremse zu verlängern. Und das Zweite ist die Frage, ist das gleichbedeutend, was wir hier beschließen, mit Wiedereinführung oder Fortdauer oder was auch immer eines Lockdowns? Auch das ist natürlich nicht der Fall, sondern das Thema Lockdown richtet sich einzig und alleine nach der Situation, die wir vorfinden. Und in diese Situation, das haben wir gesetzlich so geregelt, fließt nicht nur die sogenannte Inzidenz, also die Anzahl der festgestellten Virennachweise in den Rachenräumen betroffener Menschen ein, sondern da fließt natürlich auch die Frage der Entwicklung des Impfgeschehens ein. Da fließt ein die Frage der Belegung auf den Intensivstationen. Das, was wir hier machen, ist auch kein Hinderungsgrund für die Fortsetzung sommerlicher Lockerungen, sondern wir ermöglichen den Ländern über den § 28a bestimmte, je nach Lage anzupassende Schutzmaßnahmen. Und um diesen Katalog an Corona-Maßnahmen und die damit verbundene Rolle des Bundesgesetzgebers haben wir im Oktober und November sehr hart gerungen, auch auf Anregung von Gerichten, auch auf Anregung des Bundestagspräsidenten. Und deswegen wollen wir das beibehalten, damit die Länder dort eine rechtliche Sicherheit haben für die allgemeinen Anordnungen, die sie treffen müssen in der unterschiedlichen Lage, in denen die Länder jeweils sind. Und wie wir ja alle derzeit in den Wahlkreisen spüren, sind in der erreichten Lage allein die Landesregierungen gestalten zuständig. Deren Aufhebung von Schutzmaßnahmen ist unter anderem einem Parameter zu verdanken, den wir hier Anfang März, ich habe es gesagt, in den 28a eingefügt haben, die Anzahl der gegen Covid-19 geimpften Personen. Und auch in der gestrigen Anhörung unseres Begleitgremiums zur Pandemie gab es starke Signale, wie wichtig die Fortschritte der Impfkampagne ist. Fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung ist inzwischen vollständig geimpft. Wir bewegen uns auf die Hälfte der Gesamtbevölkerung zu, die wenigstens einmal geimpft ist. Und dennoch zeigt sich etwa in England, Erfolge sind fragil, Varianten unberechenbar. Man wird diese Pandemie, und damit möchte ich schließen, bei aller Überdrüssigkeit zu keinem Zeitpunkt durch einen politischen Beschluss abschaffen können. Ich würde ja gerne ein Gesetz hier einbringen, in dem wir schreiben, das Virus, das Coronavirus, wird Kraft Beschlusses des Deutschen Bundestages abgeschafft. Die Infektiosität wird abgeschafft. Die Möglichkeit, daran krank zu werden, wird abgeschafft. Aber das ist eine lächerliche Vorstellung. Und deswegen ist das, was wir machen können, lediglich dafür sorgen, dass die Länder alle Möglichkeiten haben, so zu reagieren. Und da sind die heutigen Oppositionsanträge realitätsnäher als früher. Diese Lage, die wir heute beschließen wollen, wird dann bis zum 11. September andauern. Und ich denke, wir werden uns auch ein weiteres Mal noch mal mit der Frage befassen, weil ich annehme, dass der Deutsche Bundestag auch im September noch mal zusammentritt. Herzlichen Dank. Ich empfehle die Annahme des Antrags. Vielen Dank.
Detlef Spangenberg wird jetzt für die AfD sprechen. Er ist der Sprecher für Gesundheit der Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage ist das Thema. Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite laut § 5 Infektionsschutzgesetz liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil erstens die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht. Oder eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet, meine Damen und Herren. Die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz und die damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen wurden untermauert mit Horrorbegriffen wie dem Reproduktionswert R0, der Überlastung des Gesundheitswesens, mit der Nichtverfolgungsproblematik der Infizierten, mit fehlenden Intensivbetten. Sie wissen, was jetzt kommt. Artikel von heute, Bildzeitung und andere, ne? Der große Bettenbetrug. Wir hatten dazu am 20.05. schon eine Aktuelle Stunde angesetzt, der AfD, und hatten auf das Thema hingewiesen, aber bei ihrer unendlichen Arroganz haben sie natürlich das weggewischt, des Krieges es von der Presse um die Ohren gehauen. Freut mich persönlich sehr gut. Sie hatten es weiterhin begründet mit hohen Inzidenzwerten sowie der notwendigen Herdenimmunisierung, wobei dieser Begriff als später als Lösungsziel formuliert wurde. Diese Werte gaben die Grundlage für die massiven Grundrechtseinschränkungen, die bundesweit zu heftigen Protesten Anlass gaben und geben. All diese Bemühungen, meine Damen und Herren, die teilweise für sich schon sehr strittig zu sehen sind, können eine Weiterführung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht begründen, denn der R0-Wert liegt konstant unter 1. Eine Überlastung des Gesundheitswesens ist nicht festzustellen. Die Nachverfolgung bei Infizierten ist möglich. Die Intensivbetten sind lediglich mit 6% Corona-Patienten belegt. Die geforderte Durchimpfung bewerten Sie selbst als positiv. Sowie der Dauerbrenner, der heute noch anhält, die Inzidenzwerte liegen weit unter 20, weit unter den im Gesetz verankerten Werten. Meine Damen und Herren, wie begründen Sie also diese abenteuerliche Forderung der weiteren Möglichkeiten, Beibehaltung der Einschränkung der persönlichen Freiheiten? Jetzt müssen Sie was ganz Neues ausholen. Das ist Ihnen auch gelungen. Interessant. Die Mutationen kommen jetzt dran. Meine Damen und Herren, mit dieser Begründung ist es möglich, den Bürgern in Deutschland nach Belieben ihre Grundrechte, ihre persönlichen Freiheiten zu beschränken. Denn die Gefahr von Mutationen, das wissen die Mediziner doch alle, ist jederzeit als Argument für Einschränkungen zu gebrauchen. Denn hier greift die Feststellung, Mutationen gab es schon immer, begleiten uns immer und werden auch in Zukunft unser Leben mitbestimmen. Die Mutation, also können wir immer Einschränkungen durchführen. Wunderbare Lösung. Als weiteres wichtiges Argument für die Beibehaltung der epidemischen Lage betonen Sie ständig die Notwendigkeit der Impfung. Vorhin hatten Sie aber gerade erklärt, das klappt ganz gut. Trotzdem bemühen Sie das RKI in Ihrem Antrag, in dem dort gesagt wird, dass Impfungen doch nicht als Ergebnis für mehr Freiheit zu werden sind. Na, was sagen die denn und alle, die geimpft worden sind? Die werden sich sehr freuen, wenn Sie das lesen. Die durch das Parlament festgestellten Fristen für die Beendigung und damit verbundenen Maßnahmen werden durch anlasslose Verlängerung der Befristung der epidemischen Lage ad absurdum gestellt. Meine Damen und Herren, es liegt in der Verantwortung der Bundesregierung, dass mit Wegfall der Feststellung der epidemischen Lage auch rechtliche Einschränkungen wegfallen, wie notwendige Einreisebeschränkungen für Menschen mit Risiken für unsere Bevölkerung. Das ist aber nicht unser Problem. Es ist Ihre Aufgabe, dies zu regeln, ohne dass dafür die Begriffskeule einer epidemischen Lage mit all diesen Einschränkungen fortbestehen muss. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Sie haben viele Bürger dazu bewegen können, viele unsinnige, strittige Maßnahmen mitzutragen. Damit muss jetzt Schluss sein, endgültig und für alle Zeiten. Vielen Dank. Detlef Spangenberg von der AfD wirbt dafür, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht zu verlängern, jetzt zu beenden. Auch das wird hier noch von einigen anderen Fraktionen in Frage gestellt werden, ob diese Lage tatsächlich verlängert werden muss. Sabine Dittmar spricht jetzt für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute über das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und das hoffentlich zum letzten Mal. Ich kann verstehen, dass sich viele fragen, ist das zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch nötig? Aktuell haben wir eine bundesweite Inzidenz von 18,6. Es gibt Stand heute 2440 Neuinfektionen und 1510 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Und das Impfen geht gut und stetig voran. Fast 48% unserer Bürgerinnen und Bürger haben eine Erstimpfung erhalten und 25% haben immerhin schon einen vollen Impfschutz. Man könnte also mit Blick auf die nackten Zahlen zu der Überzeugung gelangen, dass wir die epidemische Lage komplett überwunden hätten. Das ist aber leider, leider noch nicht der Fall. Ja, die Pandemie ist auf dem Rückzug. Die ergriffenen und zum Teil auch umstrittenen Maßnahmen, also stringente Kontakt-, Mobilitäts- und Ausgangsbeschränkungen, zeigen Wirkung. Sie zeigen Wirkung, weil die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger durch ihr umsichtiges Verhalten dazu beigetragen haben. Und deshalb an dieser Stelle auch einmal dafür herzliches Dankeschön. Aber auch wenn es derzeit gut aussieht, so ist das Virus nicht einfach verschwunden. Es ist in Lauerstellung und versucht mit neuen aggressiven Mutationen wieder Boden gut zu machen. Gerade die Delta-Variante, also die indische Variante, mit ihrer hohen Infektiosität bereitet den Virologen und Epidemiologen große Sorge. Und Großbritannien zeigt uns, wie fragil die Situation ist und dass das Pendel jederzeit wieder in die andere Richtung schwenken kann. Die Inzidenz dort hat sich innerhalb weniger Tage verdoppelt. Und auch wir können nicht vorhersehen, was in den nächsten Wochen und Monaten geschieht, wenn das Leben jetzt erstmal Gott sei Dank wieder leichter und geselliger wird. Wir benötigen hier einen wohl austarierten Balanceakt zwischen Öffnen, Lockern und achtsam bleiben. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, wenn wir in den nächsten Wochen den Großteil unserer Bevölkerung ein Impfangebot gemacht haben, dann haben wir eine breite und solide Basis, um Covid-19 dauerhaft in die Schranken zu weisen. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenrede. Und zum Alltag zurückkehren, nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu, zum Alltag zurückkehren zu können. Aber bis dahin gilt es weiterhin, die AHA-Regeln, das Lüften und auch das Testen beizubehalten. Meine Damen und Herren, wenn wir heute hoffentlich zum letzten Mal die pandemische Lage erklären und feststellen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir vorsichtig agieren. Und das bedeutet nicht, dass automatisch alle Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen verlängert werden. Die hängen immer vom aktuellen Infektionsgeschehen ab. Und das erleben wir ja zurzeit selbst, wie das Leben zurückkehrt. Aber es bedeutet, dass wir weiter die gesetzlichen Grundlagen haben, um schnell und effizient handeln zu können, wenn das Infektionsgeschehen es erfordert. Und deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Und um Missverständnisse vorzubeugen, die Bundesnotbremse endet am 30.06. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Achten Sie weiter aufeinander und bleiben Sie gesund. Noch hier ein Wunsch für die Gesundheit von Sabine Dittmar aus der SPD-Fraktion. Die FDP-Fraktion fordert, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden. Und für diese Fraktion spricht jetzt die gesundheitspolitische Sprecherin Christina Aschenberg-Dubnus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir sind jetzt in einer neuen Phase der Pandemie angekommen. Es wurde schon gesagt, die bundesweite Inzidenz beträgt 18. Mein Bundesland Schleswig-Holstein, da liegt sie bei 9,4. Gestatten Sie mir das als Lokalpatriotin. Ja, und jeden Tag nimmt die Zahl der Intensivpatienten ab. Selbst Herr Spahn hat am Mittwoch im Ausschuss gesagt, die Daten sehen gut aus. Und meine Damen und Herren, auch wenn die Regierung bei der Impfstoffbeschaffung geschlafen hat, zeigt sich doch jetzt aber deutlich, dass Impfen entfaltet Wirkung, und das ist gut so.
Selbstverständlich ist die Pandemie noch nicht vorbei, sage ich hier ganz ausdrücklich. Und Covid-19 wird uns auch noch lange beschäftigen. Deswegen benötigen wir auch weiterhin Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. Das steht für uns völlig außer Frage. Aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung, die auf ein fehlerhaftes Fundament gebaut sind, meine Damen und Herren. Und dass Pauschalvollmachten für Rechtsverordnungen höchst problematisch sind, das hat der Bundesrechnungshof gestern auch bestätigt. Er sieht die Gefahr einer Aushöhlung des parlamentarischen Budgetrechts, wenn der Bundestag über die Angemessenheit der Ausgaben nicht mehr selbst entscheiden kann. So ist es, meine Damen und Herren. Wir von der FDP haben von Anfang an kritisiert, dass jeder Schutzschirm und jede Hilfsmaßnahme immer an das Vorliegen einer epidemischen Lage gekoppelt ist. Es ist doch absurd, wenn zur simplen Anordnung einer Maskenpflicht die Feststellung der epidemischen Notlage erforderlich ist. Die Bundesregierung hat es hier selbst versäumt, Rechtssicherheit zu schaffen. Sie haben hier gesetzgeberisches Chaos geschaffen, meine Damen und Herren. Wenn wir also der Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zustimmen, dann ist das keine gesundheitspolitische Entscheidung, sondern eine rechtspolitische Entscheidung. Denn die weiterhin notwendigen Maßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln lassen sich doch genauso auch außerhalb der epidemischen Lage realisieren. Und zwar ohne die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger auf Vorrat zu beschränken. Wir haben in der gesamten Pandemiepolitik immer konkrete und konstruktive Vorschläge in die Debatte eingebracht, meine Damen und Herren. Daran halten wir mit unserem jetzigen Antrag fest. Darin schlagen wir vor, dass es unterhalb der Schwelle der epidemischen Lage gesetzliche Grundlagen für die Pandemiebekämpfung geben muss. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Heute, sonst immer heute nicht, weil die Grünen müssen zu ihrem Parteitag. Wir können doch die epidemische Lage nicht einfach verlängern und den Impffortschritt und die niedrigen Inzidenzen einfach ignorieren. Die verfassungsrechtliche Legitimation für die Grundrechtseingriffe fällt jeden Tag ein Stück weiter in sich zusammen, meine Damen und Herren. Sie können doch den Ausnahmezustand, den nationalen, als Dauerschleife nicht aufrechterhalten. Das akzeptiert die Bevölkerung nicht, und das machen wir als FDP-Bundestagsfraktion auch nicht mit, meine Damen und Herren. Wir lehnen deswegen die Verlängerung der epidemischen Lage ab und bitten um Zustimmung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Christine Aschenberg-Dugnos hat keine Zwischenfrage zugelassen, weil sie gesagt hat, die grünen Abgeordneten müssen zu ihrem Parteitag, der hier noch am späten Nachmittag beginnt, und ab ca. 17 Uhr übertragen wir den natürlich auch auf Phoenix. Gesine Lötsch spricht jetzt, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt in unserem Land die klare Überzeugung, dass in den Krankenhäusern, in den Impfzentren, in den Pflegeheimen und Arztpraxen Großartiges geleistet wurde. Und dafür sagen wir Danke, meine Damen und Herren. Es gibt aber die ebenso klare und richtige Überzeugung, dass die Bundesregierung in der Pandemiezeit für viel Verwirrung gesorgt hat und auch handwerklich der Aufgabe nicht gewachsen war, um es mal ganz höflich zu sagen, meine Damen und Herren. Ich war gestern bei einer Demonstration vor dem Krankenhaus Friedrichshain. Die Berliner Krankenhausbewegung hatte dazu aufgerufen, und ich grüße diese Bewegung von hier aus. Und die Pflegerinnen und Pfleger haben ganz deutlich gesagt, was der springende Punkt ist. Der springende Punkt ist, es gibt zu wenig Personal im Pflegebereich. Und das ist eine politisch hergestellte Situation, und die muss endlich beendet werden, meine Damen und Herren. Also, wir müssen hier vor allen Dingen über die politische Lage in unserem Land sprechen. Das Gesundheitssystem ist über Jahre auf Verschleiß gefahren worden. Das ist verantwortungslos, und hier muss die Richtung gewechselt werden, meine Damen und Herren. Natürlich geht es uns auch um Gesundheitsschutz. Ja, das Virus, der Virus, beides ist ja möglich, muss weiter bekämpft werden. Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Gesundheitsschutz muss gewährleistet werden. Und vor allen Dingen auch in der Arbeitswelt. Das ist nämlich vernachlässigt worden bei allen diesen Beschlüssen, meine Damen und Herren. Aber, und da kann ich mich in vielen meiner Vorrednerinnen anschließen, die epidemische Lage muss beendet werden. Denn wir sehen doch, dass dieser rigide Zentralismus, das Durchregieren, mehr Schaden als Nutzen gebracht hat, meine Damen und Herren. Der aktuelle Bericht des Bundesrechnungshofes hat das noch einmal sehr deutlich gemacht.
einige Beispiele daraus. Der Bundesminister hat den Apotheken für eine Maske 6 Euro pro Stück gezahlt. Im Großhandel wurden die Masken damals für 1,62 Euro gehandelt. Herr Spahn, wo haben Sie denn eigentlich die Marktwirtschaft gelernt? Das würde ich gerne mal wissen. Und auch für die Intensivbetten wurden 10 Milliarden Euro gezahlt. Und auch hier wurde, so sagt es der Bundesrechnungshof, das Geld zum Fenster herausgeworfen. Es kann doch nicht sein, dass über eine Verordnung 10 Milliarden Euro ausgegeben werden, ohne dass das Parlament wirklich im Detail darüber beschließen kann. So kann das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und zum Vergleich, 10 Milliarden Euro, das ist die Hälfte der Summe, die wir in einem Jahr für Bildung und Forschung ausgeben. Das sind doch keine Peanuts, das müssen wir doch ernst nehmen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat anschaulich bewiesen, dass ohne eine effektive Kontrolle des Parlaments alles völlig aus dem Ruder läuft. Und es gibt in unserem Land politische Kräfte, die die Demokratie lieber heute als morgen abschaffen wollen. Und auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Parlament endlich wieder alle Rechte bekommt. Auch in der Krise geht es nur demokratisch, nicht anders, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Soweit Gesine Lütz für die Linksfraktion. Auf sie folgt jetzt Manuela Rottmann, die Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz der Grünen Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Aschenberg-Dugnus, das ist sehr nett, dass Sie an uns denken, allerdings kollegial, aber Sie können ab 16 Uhr den Parteitag digital nachverfolgen. Und ich bin auch optimistisch, dass es klappt. Bei der FDP Frankfurt ist er letzte Woche gescheitert an technischen Problemen, der digitale Parteitag. 15 Monate nach Feststellung der epidemischen Lage kommen wir voran. Allerdings tritt die Koalition immer noch auf der Stelle. Ein Stufenplan mit nachvollziehbaren Regeln von Garmisch bis Sylt hätte die Bekämpfung der dritten Welle deutlich einfacher gemacht. Aber bekommen haben wir nur die Bundesnotbremse, die sogenannte Bundesnotbremse aus willkürlich zusammengezimmerten Inzidenzwerten. Die läuft jetzt immerhin aus, das ist gut. Aber Ihnen fehlt auch der Ausstiegsplan. Ihnen fällt nichts anderes ein als immer wieder die Verlängerung der epidemischen Lage. Ihr Corona-Sonderrecht ist ein heilloses Durcheinander, überstürzt, zusammengeschustert, immer wieder hektisch geändert. Sie selbst blicken doch nicht mehr durch. Und das merkt man am Regierungssprecher. Der hat gesagt, wir brauchen die Fortgeltung der epidemischen Lage als Voraussetzung für Regelungen für Impfungen und Tests. Das stimmt nicht, denn Impfungen und Testverordnungen gelten ein Jahr nach dem Auslaufen weiter. Aber woran Sie nicht gedacht haben, ist, dass mit dem Auslaufen der epidemischen Lage auch die Reiseregelungen wegfallen. Das haben Sie versemmelt. Und das ist der einzige Grund für uns, dass wir dieser Verlängerung noch einmal zustimmen. Denn ohne solche Regelungen, die Sie verbaselt haben, kommen wir nicht über diesen Sommer. Danach ist die Impfkampagne hoffentlich so weit fortgeschritten, dass wir auch mit aggressiven Mutationen zurechtkommen. 14 Bundesminister stehen Ihnen zur Verfügung, 14 Ministerien. Sie schaffen es auch heute nicht, auf verfassungsrechtliche Füße zu stellen, was wir für die Gesundheitsvorsorge, für die Gefahrenabwehr noch brauchen. Und da wirft sich für mich die Frage auf, was machen Sie eigentlich in diesen 14 Ministerien? Räumen Sie endlich Ihren regulatorischen Saustall auf. Das Schlimmste ist für mich, seit über einem Jahr entscheidet Jens Spahn alleine über die Verteilung von Mitteln in Milliardenhöhe. Ein verfassungsrechtlich unhaltbarer Zustand. Und was dabei herauskommt, ist nicht lässig, das ist fahrlässig. Mit jeder neuen Spahn-Verordnung wird das Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen. Stoppen Sie endlich diese Stümperei. Ich habe gerade fast lachen müssen, als ich die Debatte um mehr Frauen in Führungspositionen verfolgt habe. Und ich kann sagen, seit der Scheuer-Spahn-Test-Taskforce weiß ich, dass in dieser Regierung jeder als Ministrabel gilt, der einen Anzug anhat und ein Unionsparteibuch. Am 26. September können die Wählerinnen und Wähler Gott sei Dank darüber entscheiden, ob sie das auch noch so sehen. Vielen Dank. Das Wort geht an Dietrich Monstadt von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Stand heute haben wir eine bundesweite Inzidenz von 18,6. Innerhalb eines Tages haben sich in Deutschland 2.747 Menschen neu mit Corona infiziert. Leider sind 5.320 sind Gott sei Dank genesen, 101 verstorben. Ja, meine Damen und Herren, die Zahlen gehen zurück. Dies ist einer Vielzahl von Maßnahmen zu verdanken. Entscheidend ist aber sicherlich auch die voranschreitende Impfquote. In Deutschland sind mittlerweile 23,9 der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Fast die Hälfte hat die erste Impfdosis erhalten. Durch den Einsatz der Hausärzte, der Betriebsärzte und der Impfzentren konnten gestern ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden. Eine enorme Leistung, wie ich finde, des medizinischen Sektors, für die ich mich hier und heute ausdrücklich bedanken möchte. Meine Damen und Herren, und trotzdem wollen und müssen wir heute die epidemische Lage von nationaler Tragweite bis zum 11. September verlängern. Das ist wichtig und richtig, und da wir trotz rückläufiger Zahlen es leider noch nicht komplett geschafft haben, die Pandemie zu überwinden. § 5 Absatz 1 Satz 6 des Infektionsschutzgesetzes beschreibt die epidemische Lage von nationaler Tragweite, wenn ein internationales Infektionsgeschehen vorliegt und ein Ausbruch über mehrere Bundesländer in der Bundesrepublik stattfindet. Meine Damen und Herren, weltweit sind die Infektionszahlen noch lange nicht unter Kontrolle gebracht. Uns erreichen Meldungen über neue Mutationen. Da kann man nur hoffen, dass wir nicht das komplette griechische Alphabet nutzen müssen. Und natürlich passiert das nicht irgendwo und erreicht Deutschland nicht. Die Ferien stehen vor der Tür. Nach dieser langen Zeit sehen sich die meisten nach einem verdienten Sommerurlaub. Ich hoffe, dass die Zahlen nach der Rückkehr aus der Ferienzeit nicht ein gänzlich anderes Bild vermitteln als die heute aktuellen. Meine Damen und Herren, alle Bundesländer sind nach wie vor betroffen. In einigen herrscht ein diffuses Ausbruchsgeschehen. Gerade erst erreichen uns wieder Meldungen aus Bonn und Hagen. Daher müssen wir den Ländern und Kommunen weiterhin die Möglichkeit geben, lokale Ereignisse angehen zu können. Dabei sind alle Maßnahmen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. Sie müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Dies ist jederzeit gerichtlich überprüfbar und ja auch in der Vergangenheit häufiger geschehen. Die Behörden werden berechtigt, nicht verpflichtet zu handeln. Wir dürfen diese heutige Entscheidung nicht als Belastung für alle begreifen, sondern als Möglichkeit, den Schutz für alle optimal sicherzustellen. Und die epidemische Lage von nationaler Tragweite kann durch den Deutschen Bundestag jederzeit vorzeitig beendet werden. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle nochmals ganz klar betonen, ist hier heute schon angesprochen worden, dass die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht im Zusammenhang mit der Bundesnotbremse steht. Diese wird planmäßig zum 30.06.2021 auslaufen. Meine Damen und Herren, in der Aktuellen Stunde am Mittwoch ging es hier hoch her. Man hatte doch stark den Eindruck, dass es in dieser Debatte mehr um Wahlkampf und um belastete Beziehungen als um Masken ging. Daher möchte ich hier und heute die Chance nutzen, um mich ganz persönlich bei unserem Gesundheitsminister Jens Spahn zu bedanken. Lieber Jens, ich bin froh und überaus dankbar, dass du als unser Gesundheitsminister mit deiner Erfahrung, mit deinen ganz persönlichen Fähigkeiten uns durch diese anstrengende, schwere Zeit der Pandemie geleitet hast. Ich wüsste niemanden, der dies besser gemacht hätte als du. Die heutigen Zahlen sind auch dein Verdienst. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen, kommen Sie bitte zum Ende. Meine Damen, meine Herren, wir alle sehen die Zeit nach der Pandemie herbei. Wir sind fast am Ziel. Lassen Sie uns das nicht durch voreilige Schritte verspielen. Ich bitte um Zustimmung für den Antrag. Die Anträge der Opposition lehnen wir ab. Danke sehr. Vielen Dank. Dietrich Mohnstadt hat hier noch mal dafür geworben, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern.
Die Feststellung gilt für maximal 3 Monate. Das heißt, noch vor der Bundestagswahl wird es wahrscheinlich noch eine Verlängerung geben, wenn die denn gewünscht ist. Am 7. September soll es auch eine Sondersitzung geben, so schreiben Agenturen. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir sollen heute die Verlängerung der epidemischen Lage beschließen. Glaubt man den Befürwortern, ist die Bekämpfung des Covid-19-Virus und seiner Mutanten nur möglich, wenn wir weiterhin die Aussetzung zahlreicher Grundrechte zustimmen. Und das, obwohl weder die sogenannten Inzidenzen noch die Zahl der Todesfälle oder die Belegung der Intensivstationen diese Behauptung stützen. Fakt ist auch, Sie, liebe Bundesregierung, haben es innerhalb eines Jahres geschafft, den Einzelhandel und erhebliche Teile der Wirtschaft finanziell zu strangulieren, Künstler und Musiker ihres Lebenselixiers weitgehend zu berauben. Und noch viel schlimmer, Sie haben statt Hoffnung vor allem Angst in der Bevölkerung verbreitet. Statt sauberer wissenschaftlicher Fakten als Basis Ihrer Entscheidungen haben Sie neue autoritäre Glaubensregeln zum Maß aller Dinge gemacht. Heute glauben viele Bürger, dass man selbst durch das Tragen der eigenen Maske andere, also Dritte, schützen kann. Dabei ist die Maske immer maximal ein Selbstschutz. Sie glauben auch, dass positive PCR-Tests Inzidenzen, nein, Infektionen nachweisen und benutzen diesen Parameter, obwohl wir es viel besser wissen. Ihre Fehlentscheidungen an sich sind die eine Sache, aber sie vergiften vor allem das gesellschaftliche Klima. Sie haben Bürger und Bürgerinnen gegeneinander aufgehetzt. Wenn Sie jetzt die epidemische Lage ohne jede Notwendigkeit verlängern wollen, dann machen Sie sich endlich ehrlich. Wir wissen, dass Covid-19 saisonal ist. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Und wie andere grippale Infektionen werden wir, wenn wir heute verlängern, ehrlicherweise bis Frühjahr 2022 verlängern müssen. Also nicht um 3 Monate, nicht bis kurz vor der Bundestagswahl, sondern bis Frühjahr 2022. Das zumindest sollten Sie den Bürgern gönnen, ein bisschen Ehrlichkeit vor der Bundestagswahl. Das wäre wichtig nach einer solch langen Zeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Kopetri war das, die fraktionslose Abgeordnete. Und damit kommen wir zur vorletzten Rednerin in dieser Debatte. Das ist Hilde Mattheis. Sie sitzt im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie. Das ist ein Unterausschuss des Gesundheitsausschusses hier im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will doch hier mal so ein paar Punkte aufgreifen von der Opposition. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, kann man mit dem Infektionsschutzgesetz das komplette Gesundheitssystem reformieren? Nein, kann man nicht. Wir haben gesehen, welche Defizite wir haben in unserem System, und da bin ich ganz bei Ihnen. Mehr Daseinsvorsorge tät uns gut. Mehr öffentlicher Gesundheitsdienst tät uns gut. Und das brauchen wir. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Regierung beauftragt haben, externen Sachverstand einzusetzen und zu evaluieren. Und genau diesem Parlament bis Ende des Jahres vorzulegen, was man denn für Lehren aus dieser Pandemie ziehen muss, damit wir bei ähnlichen Situationen, die hoffentlich nicht kommen, aber besser vorbereitet sind. So, das ist der wichtige Punkt, und dazu gehört auch meines Erachtens, dass wir uns auf den Weg machen müssen, dieses Gesundheitssystem nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten auszurichten, sondern an den Bedürfnissen der Menschen. Das muss die Lehre aus der Pandemie sein. Und die zweite Frage, die ich beantworten möchte, ist: Nimmt die Demokratie Schaden? Wir haben hart gekämpft als Regierungsparteien oder Fraktionen für den Satz, und da war die SPD diejenigen, die das wirklich forciert eingebracht haben, dass nämlich das Parlament entscheidet, ob diese pandemische Lage nationaler Tragweite existiert oder nicht. Das macht das Parlament. Und wenn wir jetzt uns entscheiden, diese Lage fortzusetzen, weil wir nämlich mit Vorsicht und Umsicht agieren wollen, mit Vorsicht und Umsicht. Und irgendein Vorredner hat schon gesagt, Blick auf Großbritannien hilft dabei, innerhalb von wenigen Wochen mehr als verdreifacht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen, so gern wir alle öffentliches, normales Leben wieder hätten. Aber diese Sicherheit gibt es noch nicht. Und deshalb steht ja auch drin, wir können jederzeit vor dem September,
diese pandemische Lage wieder aufheben. Das steht drin. Und zwar wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und von daher, glaube ich, ist in dieser Balance, in dieser Abwägung, die wir im Moment wirklich auch gestalten müssen, die Frage, ist es jetzt an der Zeit, die pandemische Lage aufzuheben, mit Nein zu beantworten. Warum? Weil wir Maßnahmen immer brauchen, damit wir auch den Schutz der Bevölkerung gewährleisten können. Frau Kollegin, und ich bin der Überzeugung, es gibt zwei Zwischenfragen von der AfD-Fraktion. Und ich bin der Überzeugung, und übrigens, genau vor einem Jahr hat die FDP-Fraktion genau fast den wortgleichen Antrag hier eingebracht, nämlich die pandemische Lage aufzuheben. Und ich glaube, die nachfolgenden Monate haben gezeigt, dass es ein schwerer Fehler gewesen wäre. Ein schwerer Fehler. Und das Dritte, worauf ich hier noch mal eingehen möchte, ist das Thema Entwarnung. Können wir Entwarnung geben? Auch da sage ich nein. Nicht nur, weil es Mutanten sind, die jetzt auch in Europa die Bevölkerung wieder gefährden, sondern weil wir auch noch keine ausreichende Impfquote haben. Und da nenne ich wirklich abschließend einen ganz dringenden Punkt, den wir noch mal auf die Agenda setzen müssen, sind nämlich die Eigentests. Die haben wir vernachlässigt. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir neben einer Teststrategie, der Eigenteststrategie auch noch mal auf die politische Agenda nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Matthijs war das. Das war Ihre letzte Rede hier im Deutschen Bundestag. Seit 2002 ist sie Abgeordnete, aber auch sie hat gesagt, für sie gilt auch das Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Deswegen tritt sie nicht noch einmal an. Glücklicherweise. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, beziehungsweise die Kurzintervention, Entschuldigung. Bisher haben alle Sprecher der Regierungskoalition davon gesprochen, dass wir diese epidemische Lage von nationaler Tragweite noch nicht beenden können, haben aber vergessen, den Leuten draußen zu sagen, sie wollen ja den Leuten Mut machen und Hoffnung geben, das war sarkastisch, wann? Ich hoffe dann, dass der letzte Redner der Koalitionsfraktion mal darauf eingeht, wann die Leute damit rechnen können, bei welchen Voraussetzungen die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht verlängert wird. Wann wird sie sozusagen außer Kraft gesetzt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite? Ganz konkret Inzidenzwert, R-Wert, Intensivbettenauslastung und so weiter und so fort. Also ganz konkret bitte. Sie sagen immer, es ist Licht am Horizont. Und schauen Sie mal bei Wikipedia rein, was Horizont heißt. Das ist nämlich eine imaginäre Linie. Je näher man hier kommt, desto weiter rückt sie nach hinten. So, wenn Sie darauf antworten wollen, wahrscheinlich werden Sie es nicht wollen, weil Sie die Menschen ewig in dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite halten wollen. Sie werden Ihnen nicht sagen, ganz konkret, wann sie beendet wird, bei welchen Voraussetzungen. Das haben Sie bis jetzt nicht gemacht. Ich hoffe, dass der letzte Redner, das ist Herr Pilsinger, vielleicht darauf eingeht, um den Menschen vielleicht doch Hoffnung zu machen. Ich bezweifle es aber. Die Kurzintervention von Carsten Hilse aus der AfD-Fraktion. Zur Beantwortung der Kurzintervention. Also wenn ich ja nicht ständig Ihre Anträge hier besprechen müsste am Pult, würde mir das wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen sein. Aber wenn Sie mal Ihre eigenen Anträge angucken, haben wir in der letzten Sitzungswoche genau einen Antrag von Ihnen diskutieren müssen, der sagt, welche Schutzmaßnahmen endlich, wie effektiv will denn diese Regierung und dieses Parlament hoffentlich bald mal einführen und einsetzen. Also Sie sollten erstmal stringent sein in Ihrer Argumentation und nicht nur populistisch für die Balkone irgendetwas rausposaunen, sondern sich mit der Sachlage befassen. Wir können die pandemische Lage verlängern oder auch abkürzen bzw. aufheben. Das kann dieses Parlament, und zwar dann, wenn wir alle miteinander der Auffassung sind, dass wir die Gefahren der Pandemie weltweit behoben sind und wir vor allen Dingen hier in Deutschland auch den Schutz der Bevölkerung entsprechend gewährleisten können. Das ist unsere Richtschnur.
Vielen Dank, liebe Kollegin. Das Präsidium und ich denke, ich rede auch davon aus, das gesamte Haus bedankt sich für die langjährige parlamentarische Arbeit und die wunderbare Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Zum Abschluss der Debatte geht das Wort an Stefan Pilsinger von der CDU-CSU-Fraktion. Und Stefan Pilsinger hat auch eine Nebentätigkeit. Er ist nämlich auch noch Hausarzt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wie zerbrechlich das Leben ist, ist mir auch heute wieder bewusst geworden, als ich vom Tod des bekannten Internet-Influencers Philipp Mickenbecker erfahren habe. Er ist bekannt aus dem YouTube-Kanal The Real Life Guys, in dem er auch über seine Diagnose Krebs und seinen Leidensweg berichtete. Er verstarb am 9.6. mit nur 22 Jahren und seine Tapferkeit und Hoffnung haben mich tief bewegt. Ich finde, sein Beispiel verdeutlicht uns, das Leben ist wertvoll, aber auch zerbrechlich. Das weiß ich als Arzt nur zu genau. Und deswegen appelliere ich an Sie, lassen Sie uns gemeinsam das Leben schützen, an jeder Stelle, wo es nur geht. Und Sie erlauben mir zwei Anmerkungen, die mir aufgrund von Zwischenbemerkungen zweier Kollegen aus dem Parlamentskreis hier aufgefallen sind. Frau Lötsch, Sie sagen, dass hier im großen Stil ein Schattenhaushalt aufgemacht wird und jeglicher parlamentarischer Kontrolle Milliarden Euro ausgegeben werden. Und ich möchte Ihnen sagen, jede Verordnung ist mit mehreren Ressorts, also anderen Bundesministerien, abgestimmt worden. Und der Bundesminister hat über jede größere Ausgabe dem Haushaltsausschuss Rede und Antwort gestanden. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, was Sie da behaupten, ist einfach unrichtig. Und Herr Hirsel von der AfD, wenn Sie dann mich fragen, wie denn die Voraussetzung ist, dass die epidemische Lage endet, muss ich Ihnen sagen, ja, wenn § 5 des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr vorliegt, dann wird die epidemische Lage aufgehoben. Die wird von Experten festgelegt und nicht von Ihnen. Aber wenn Sie wollen, dann lesen Sie einfach den entsprechenden Paragraphen durch, dann verstehen auch Sie, wann die epidemische Lage enden wird. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Lütsch von der Fraktion Die Linke? Nein, wir haben schon gesagt, die Grünen müssen zum Parteitag und deswegen wollen wir nicht so lange machen. Also, auch wenn wir in Deutschland den exponentiellen Anstieg der Fallzahlen erneut unter Kontrolle gebracht haben, das Virus wird so schnell nicht aufgeben und die Pandemie ist erst dann vorüber, wenn das Virus in allen Teilen der Welt besiegt ist. Aber schon jetzt drohen neuartige Viruserfolge, unsere Erfolge bei der Pandemiebekämpfung zunichte zu machen. Bereits mit den sogenannten Alpha-Variante des Virus, also mit der britischen Variante B.1.1.7, haben wir gesehen, wozu das Virus fähig ist. Innerhalb weniger Wochen konnte diese ansteckende, gefährliche Virusvariante den bisherigen Wildtyp in vielen Ländern der Welt verdrängen. Und dieser Vorgang wiederholt sich nun gerade in Großbritannien. Trotz einer Erstimpfungsquote von weit über 60% breitet sich die dortige indische Variante rasant aus und sorgt erneut für steigende Inzidenzen. Diese Zahlen zeigen uns einmal umso mehr, dass wir wachsam sein müssen. Der Kampf ist noch nicht gewonnen, meine Damen und Herren, und das Virus gibt sich nicht so leicht geschlagen. Lassen Sie uns also die Erfolge der vergangenen Wochen nicht leichtfertig verspielen. Die Impfungen sind unser Weg heraus aus dieser Krise, aber ohne entsprechende Regeln werden wir unseren Vorsprung verlieren. Dies gewährleistet die epidemische Lage. Und genau aus diesem Grund brauchen wir die gesetzliche Grundlage für den Erhalt der Corona-Schutzmaßnahmen. Nur so haben wir als Land gemeinsam die Chance, den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. Deshalb bitte ich Sie heute um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Wort geht an Frau Dr. Lötsch von der Fraktion Die Linke für eine kurze Intervention. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege, Sie haben mich bezichtigt, hier Behauptungen aufgestellt zu haben. Ich will das entschieden zurückweisen. Ich habe mich genauso wie die Kollegin von der FDP, Frau Dugnus-Aschenberg, auf einen Bericht des Bundesrechnungshofes bezogen. Dieser Bericht des Bundesrechnungshofes ist übrigens gestern auch in den Medien breit widergespiegelt worden. Und soweit ich mich erinnere, hat selbst der Minister Spahn eine gewisse Einsicht gezeigt. Also weise ich Ihre
Anschuldigung zurück. Ich würde hier irgendwelche Märchen erzählen. Ich habe den Bericht des Bundesrechnungshofes zitiert. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, diese Aussagen des Bundesrechnungshofes wie auch andere ernst zu nehmen, natürlich zu bewerten, nicht blind zu übernehmen, ernsthaft zu bewerten. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die der Redlichkeit auch dient, hier entsprechend auf die Reden der Kolleginnen und Kollegen zu reagieren und sie nicht zu diffamieren. Das weise ich zurück. Vielen Dank. Der Abgeordnete Pilsinger möchte reagieren. Bitte sehr. Frau Lötsch, es sollte keine Bezichtigung sein, nur eine Aufklärung über die Tatsache, dass der Bundesminister Spahn dem Haushaltsausschuss, also dem Hohen Haus, hier ausführlich über jeden höheren Beitrag, Ausgabe, Rede und Antwort gestanden ist. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein Ding der Redlichkeit, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass wir als Union und als Regierung keinesfalls größere Ausgaben ohne Beteiligung des Parlaments machen. Und deswegen danke ich Ihnen dafür, dass Sie sich noch mal zu Wort gemeldet haben, damit ich das auch noch mal deutlich machen konnte. Vielen Dank.